Ihr wollt wissen, wie ich dieses leckere Rezept gemacht habe, dann seid ihr genau richtig. Bleibt dran! Hallo zu diesem neuen Video. Ich habe heute mir mal mein One-Pot-Rezeptebuch genommen und lasse mich aber nur inspirieren und bastel mir hier selber ein Rezept zusammen. Und mal schauen, wie es schmeckt. Ich nehme euch jetzt einfach mit. Vielleicht ist es auch was fürs Camping. Also ich versuche es eigentlich fürs Camping, weil es ein One-Pot-Rezept ist. Aber mit dem Gemüse, weil ich gefrorenes Gemüse nehme. Aber das kann man ja abwandeln. Man kann ja dann frische Möhren nehmen oder sonst was für Dinge. Man kann es dann individuell gestalten. Ob man dann auch nur einen frischen Brokkoli nimmt oder Möhren, Tomaten, Kohlrabi. Also alles, was halt geht, was man frisch mitnehmen kann. Ansonsten, wir machen es jetzt hier mit gefrorenen Sachen, aber tut euch da keinen Zwang an, das individuell zu gestalten. Los geht's. Abonniert gern kostenlos den Kanal. Kostet nichts, wenn ihr die kleine Glocke aktiviert, die gleich blinkt. Dann bekommt ihr auch immer eine Meldung, wenn ein neues Video online geht. Ich danke euch dafür. Jetzt geht's los. Also das leckere Gericht ist in 4 Minuten fertig. Ich habe schon gekostet. Es schmeckt sehr lecker. Ich habe jetzt noch ein bisschen nachgewürzt mit Salz und Pfeffer. Ihr könnt ja auch andere Gewürze ranmachen. Ich habe mir jetzt im Nachgang auch überlegt, ich hätte anfangs getrockneten Balsamico oder Oregano ranmachen können. Jetzt im Nachgang ist blöd, weil es jetzt nicht mehr so schön aufweicht dann und durchziehen kann. Aber gut fürs nächste Mal. Das ist auf jeden Fall eine Masse. Ich würde sagen, das ist sogar für mehr als 4 Personen. Also es sind 300 Gramm Bulgur und das Gemüse habe ich nicht gewogen. Es war einfach Freischnauze und das sozusagen. Ich denke, das könnten schon 5 bis 6 Portionen sein, je nachdem, wie viel man davon isst. Ich denke, es wird auch satt machen. Und jetzt werden wir mal anrichten und essen. Also ich habe jetzt eine Kinderportion gemacht und eine Erwachsenenportion und die Pfanne ist noch so voll. Also das ist echt viel. Wenn ihr nur zu zweit auf dem Campingplatz unterwegs seid, reicht im Höchstfall vielleicht, keine Ahnung, 125 Gramm Bulgur und entsprechend das Gemüse dazu. Also das könnt ihr euch ja dann herunterrechnen. In Summe habe ich ungefähr, ich würde sagen, 800 Milliliter Wasser verwendet. Also könnt ihr euch dann das Rezept zusammenbasteln. Es ist heiß. Schmeckt gut. Also je nachdem, welchen Geschmack man dann haben will. Und das Bulgur ist ja so ein bisschen reishörselmäßig. Wer natürlich sowas nicht mag, für den ist es da nichts. Aber wer Bulgur mag oder Reis, ist ein leckeres Rezept. Man könnte auch noch schön Hühnchen mit dran machen. Das würde ich dann aber vorher anbraten. Das ist auch eine Idee. Also dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne kostenlos den Kanal. Und wie gesagt, aktiviert gerne die kleine Glocke. Dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.